Meine Erfahrung lehrt mich, Leute schauen hin, hören hin, wenn die Themen, die sie selbst berühren und wenn der Konflikt, der mit diesen Themen verbunden ist, der um sie herum abläuft, auch in einem Parlament stattfindet. Und deshalb will ich zwei Dinge tun als Parlamentspräsident. Das habe ich ja auch versucht, in meiner Antrittsrede zu sagen. Ich war bisher Vorsitzender einer parlamentarischen Fraktion, bin dadurch aufgefallen, dass ich, sag das mal salopp, Klartext rede. Und das werde ich auch weiterhin tun. Natürlich muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Man kann natürlich als Präsident einer Institution nicht so attackierend sein. Es sei denn, es geht darum, die Interessen der Institution zu verteidigen. Aber ich will noch mal zurückkommen auf das, was Menschen interessiert. Der Konflikt um die soziale, die wirtschaftliche, die monetäre Zukunft, die Arbeitsplätze, das Einkommen, die Rente, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das wird im Betrieb, in der Familie, das wird im Sportverein, das wird unter Freunden, in Parteien, in Gewerkschaften kontrovers diskutiert. Das muss sich dann auch widerspiegeln im Parlament. Und dazu gehört aber, dass man zwei Kritikpunkte aufnimmt, die ich nicht nur in Deutschland höre, sondern überall. Ich habe das Privileg, doch überall in Europa rundzukommen. Fast überall sagen uns die Leute das Gleiche. Ihr redet alle gleich. Das hört sich alles gleich an. Man versteht euch nicht, aber es hört sich alles gleich an. Also einfacher und klarer verständlich zu reden, das ist gerade für Europapolitik ganz wichtig, diesen Eurospeech sein zu lassen. Natürlich kann ich sagen, die Volumina der Knollengewächse verhalten sich reziprok proportional zu den geistigen Kapazitäten der Agrarier. Mhm. Auf Deutsch heißt das, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Aber war das nicht immer das Problem, dass gesagt wurde, Europa legt eigentlich nur fest, wie die Banane zu drehen ist? Lassen Sie mich mal meinen Gedankengang zu Ende führen. Also vereinfacht klarzumachen, worum es hier geht. Und das andere ist, die Leute sagen, die Politiker kann man nicht unterscheiden. Man weiß nicht mehr, was rechts und links ist. Auch da will ich gegen kämpfen und versuchen, dass hier im Parlament rechts und links und Vorurteil gegen Tatsache gestellt wird. Tatsache ist, wir legen nicht die Krümmung von Bananen fest. Vorurteil ist, irgendwann hat das mal einer behauptet und das ist so. Es gibt eine Bananenverordnung für den Import von Bananen nach Europa. Und um zu verhindern, dass wir schlechte Lebensmittel importieren, hat man bestimmte Größen und Qualitätsnormen festgelegt. Ich halte das für erforderlich. Das gilt nicht nur für Bananen. Das gilt auch für Sojaprodukte zum Beispiel oder für Rindfleisch. Wenn wir schon beim Rindfleisch sind, sind wir beim Gammelfleisch. Da würde niemand sagen, die Europäische Union versagt, wenn sie Verbraucherschutzrichtlinien festlegen. Was wir übrigens hier tun, nicht der Bundestag. Wenn es um Bananen geht, dann wird daraus ein Vorurteil gemacht. Das klarer zu machen, das ist eines der Ziele. Aber das kriegt man nicht klar gemacht, indem man Eurospeech spricht, sondern indem man sagt, lasst doch mal eure Vorurteile sein und hört mal zu, was Tatsache ist. Aber wie kriegen wir es hin, dass der Bürger in Deutschland, in Frankreich, in allen anderen Ländern sich stärker mit den Politikern identifizieren kann, die hier im Rund sitzen? Indem die mit dafür sorgen, dass die Anliegen der Bürger hier diskutiert werden. Was sind die Anliegen der Menschen? Ist der Euro stabil? Es muss hier diskutiert werden. Wo wird's diskutiert? Zwischen den Staats- und Regierungschefs hinter verschlossenen Türen. Sind unsere Arbeitsplätze sicher? Sind wir dem interkontinentalen Wettbewerb gewachsen? Was muss hier diskutiert werden? Hier muss diskutiert werden, kontrovers. Natürlich hat der Deutsche Unternehmerverband recht, wenn er sagt, in Asien wird billiger produziert. Aber dann muss es auch einen Ort geben, wo gesagt wird, weil es da Kinderarbeit gibt, weil es da hemmungslose Ausbeutung gibt, weil da die Umwelt gnadenlos zerstört wird, weil das kein Rechtsstaat ist, weil du da keinen fairen Prozess hast, keinen Tarifvertrag, keinen Kündigungsschutz. Das muss dann auch ein Ort sein, wo die Gegenseite gezeigt wird. Das muss hier sein. Die Auseinandersetzung um die Zukunft Europas, die muss nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden, sondern hier. Da muss ich meine Kollegen zu ermutigen. Ich muss aber auch die Medien dazu ermutigen, Europapolitik nicht erst dann wahrzunehmen, wenn sie Straßburg und Brüssel verlassen hat und in Berlin ankommt, sondern sie auch dann wahrzunehmen, wenn sie gemacht wird, nämlich hier in Brüssel und Straßburg. Jetzt sagen aber diejenigen, die das Parlament sehen, das ist im Zweifelsfall eine Quasselrunde. Sind wir doch froh, dass diejenigen wie zum Beispiel Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, auch wenn es hinter verschlossenen Türen ist, jetzt versuchen, den Euro zu retten, die Stabilität zu retten. Vielleicht können das ja nur die zwei oder drei größten Länder. Da darf doch nicht mehr drüber diskutiert werden. Was sagen Sie denn dann als Parlamentspräsident? Na, erstens, das ist das sich unterwerfen unter die Doktrin, unter die Regel
dass der Druck der Märkte die Demokratie abschafft. Dem werde ich mich energisch entgegensetzen. Das ist nämlich auch falsch. Denn Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, das bin ich Ihnen dankbar, dass Sie das mal sagen, behaupten ja jetzt seit 2 Jahren, seit dem Frühjahr 2010, von einem Krisengipfel zum nächsten, sie hätten jetzt die Lösung. Wir haben ja seit 2 Jahren eine Verschärfung der Krise, also so effektiv kann das nicht sein. Ja, aber hätten Sie es denn hier lösen können? Ja, wir haben zum Beispiel die Regelung für die Finanzmarktsteuer, die Finanztransaktionssteuer hier beschlossen. Schon vor über einem Jahr, jetzt langsam, sagt Frau Merkel, dass sie das auch will. Das ist vor über einem Jahr hier beschlossen, was wissen Sie? Mit 550 Stimmen hier, selbst CDU, CSU-Abgeordnete haben hier dem schon zugestimmt. Natürlich haben wir zum Beispiel hier eine europäische Ratingagentur verlangt und schon beschlossen, dass die Kommission Vorlagen machen soll für die Ratingagentur. Wann war das? Vorgesjahr, im Frühjahr des Jahres 2011. Natürlich haben wir hier beschlossen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der exzessiven Defizite. Also die Maßnahmen, die jetzt da diskutiert werden, angeblich als die Lösung, alle schon über einem Jahr hier, ja, aber warum nehmen denn sind die schon vor über einem Jahr hier beschlossen worden. Ich stelle Ihnen mal eine Gegenfrage. Warum fragen Sie mich das als öffentlich-rechtlicher Fernsehsender eigentlich heute? Warum haben Sie nicht vor einem Jahr darüber berichtet? Wir haben sicherlich darüber berichtet, nee, haben Sie aber nicht. Die Frage ist... Nein, haben Sie nicht. Wenn Sie darüber berichtet hätten, hätten Sie es nicht gewagt, mich das jetzt zu fragen. Trotzdem die Frage, warum ist das, was Sie hier beschließen, was möglicherweise auch der Lösung solcher Krisen uns näher bringt, bei denen... zum Beispiel bei den Regierungschefs nicht angekommen. Doch, bei denen ist es ja angekommen. Aber zu spät. Ja, die haben den Schuss etwas spät gehört, ja. Und deshalb behaupte ich nochmal, auf Ihre erste Frage zurückzukommen. Wenn die Menschen sagen, du lass das doch in der Hand der Regierungschefs von Angela und Nicola, muss ich jetzt mal sagen, das ist seit 2 Jahren, wie wir ja sehen, als Anspruch, wir lösen die Konflikte, monopolisiert bei den beiden. Ne? Vom Strandspaziergang über das Kanzleramt bis zum Élysée sind immer diese beiden. Jetzt frage ich zurück, hat sich eigentlich die Krise seitdem gelöst? Sie ist seitdem nur schlimmer geworden. Also es ist doch offensichtlich, dass der Anspruch der beiden, wir alleine lösen das, bis jetzt nicht in Erfüllung geht. Im Gegenteil, Frankreich hat gerade sein AAA durch eine amerikanische Ratingagentur verloren. Hätte eine europäische Ratingagentur, wie wir es schon seit langer Zeit hier fordern, wäre das möglicherweise nicht so gewesen. Ich sage nochmal, Angela Merkel hat davon gesprochen, dass wir eine marktkonforme Demokratie brauchen. Da bin ich anderer Meinung als die Bundeskanzlerin. Wir können nicht aufgrund der Tatsache, dass ein paar Ratingagenturen in New York glauben, sie würden über das Schicksal von Völkern entscheiden können, können wir uns nicht diesem Anspruch unterwerfen. Die Demokratie und der Kampf um den richtigen Weg, der kann nicht abgeschafft werden, nur weil wir in einer wirtschaftlichen Krise sind. Wenn wir hier die Parlamentarier sitzen haben, dann werden die auch darüber diskutieren, ob einige Parlamentarier hier vielleicht nicht mehr sitzen, beziehungsweise ob man zum Beispiel ein Land wie Griechenland ausschließen muss vom Euro. Was ist Ihre Meinung dazu? Das ist eine sehr grundlegende Entscheidung, die ja von manchen auch sehr kritisch gesehen wird, weil damit sozusagen die Eurozone auch zumindest bei einem Land auseinanderbricht. Schöne Frage. Frage, die wir hier praktisch in jeder Plenarsitzung diskutieren. In jeder Plenarsitzung, sehr kontrovers. Es gibt ja Leute hier, die fordern die Auflösung der Europäischen Union. Die sitzen ja da vorne. Mhm. United Kingdom Independence Party. Die übrigens so heuchlerisch sind, dass sie hier immer den Austritt Großbritanniens fordern. Aber wenn es um ein Referendum geht, in Großbritannien überhaupt abzustimmen, dann sind sie ganz still. Wenn nämlich Großbritannien austrete, säßen sie nicht mehr hier im Europaparlament. Hätten sie keine Mandate mehr. Die Griechen aus dem Euro rauszudrängen, geht gar nicht. Dazu müsste Griechenland aus der Europäischen Union austreten. Was würde passieren, wenn die Drachme einführen? Glauben Sie denn, die Deutsche Bank würde die in Euro ausgeliehenen Milliardenbeträge an Griechenland gerne in Drachmen zurückbekommen? Die müssen in Euro bezahlt werden, also, das ist klar. Also